Willkommen zurück, Let's Play Drangsang Folge 3. Genau. Ja, wie man sieht, wir haben gespeichert. Ah ja, in den Dunkelwald wollten wir. Wir sind noch eine Stufe aufgestiegen. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Vielleicht können wir. Dass du wieder mitbekommst. Oh, 60 AP, genau. Erstmal ist wichtig, wir steigern erstmal Zauber. Elementarer Diener. Ist dann der Großteil der AP auch schon weg, aber das ist einfach notwendig. Vielleicht noch ein paar Lebenspunkte, oder? Wir sind mal ein bisschen schwach auf der Brust. Ja. Die kosten ja auch am Anfang nichts. Stäbe ist immer noch Maximum. Kundewunden brauchen wir jetzt erstmal ja nicht. Ja, reicht erstmal. Ja. Dann noch bei ihr hier. Säbe geht auch nicht. Aber Selbstbeherrschung. Heilkundewunden. Das auch. Selbstbeherrschung, okay, dann keine Selbstbeherrschung mehr. Aber Selbstbeherrschung ist hier nützlich, denn in der Tat... Man kann ja Wunden bekommen. Und du musst ihn noch mitnehmen. Bei der vierten Wunde gibt es da nicht einen Shortcut. Stimmt, den ich nicht kenne. Da, das gucken wir uns nachher an. Ja. Bei der vierten Wunde ist der Charakter K.O. Allerdings kann man Wunden mit einem Wurf auf Selbstbeherrschung abwehren. Völlig. Dann bekommt man die gar nicht erst. Dann ist es später ein bisschen trivial von wegen Wunden, weil dein Selbstbeherrschungswert sich über 20 befindet und deine nötigen Eigenschaften auch bald. Beim Krieger auf jeden Fall. Wo geht's denn? Ach ne, doch, wir sind hier schon richtig. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Den Dunkelwald. Achso. Zum den Magier suchen und natürlich den Bären jagen. Hinten ist noch eine Pflanze. Haben wir Pflanzenkunde? Irgendwie? Irgendjemand? Wir haben sicherlich Pflanzenkunde. Oh, nein, wir haben keine Pflanzenkunde. Und die... Ich glaube, die Rulana, die hat... Aha. Aber... Naja. Das will ich mir nicht unbedingt antun. Da wäre Gulmund. Hey, ihr! Seht euch vor! Im Dunkelwald ist es nicht sicher. Wildtiere und Räuber treiben sich dort Deswegen rum. Sind wir hier. Naja, wenigstens war so nett uns zu warnen. No shit, sure. Auf der Karte werden die Pflanzen noch angezeigt. Ein Bärstrauch. Autosave, ein Bärstrauch. Was haben wir denn hier? Die Höhle, der Kahlkopf und Jäger Krautzenstein. Erstmal zum Jäger. Erstmal zum Jäger? Ja, oder? Um Informationen über den Bär zu bekommen? Ja, natürlich, da vorne ist er. Oh, er ist im Kampf gegen... Nichts. Doch, es ist ein Wolf. Ach so. Sollen wir dem mit brachialer Arkaner Macht begegnen, natürlich. Um das mal zu zeigen? Feuerstrahl. Sieht man jetzt, es dauert zwei Aktionen? Achso, ne, er läuft auch von selbst in die Richtung. Ach. Ich nehme die Sache in die Hand. Ha! Ja! Aber jetzt, er hat eine Wunde bekommen durch den Wurfschlag und er brennt. Das war sensiert, die Kamera direkt vom Sterben. Gibt es noch irgendwas, was ich erheben könnte? Ein Wolfsrudel mit der schneeweißen Wölfin. Fell, okay. Massives Wolfsproblem. Wild gewordener Bär. Ah ja. Bis zu einer Höhle im großen See. Ja, ich werde... Herr Kautzenstein? Die anderen Sachen dürfen wir nicht machen. Doch. Ist die nur noch mal. Jetzt können wir hier die Fellfetzen sammeln. Und ich glaube, sie kann versuchen, ihn zu häuten mit Tierkunde. Was natürlich eigentlich... Dem Haumesser. Und dem Haumesser natürlich, was eigentlich das falsche Talent ist, aber ja. Fehlschlag. Kommt öfters vor am Anfang. Der könnte uns jetzt auch noch diverse Sachen beibringen, aber ich glaube, wir massakrieren erstmal sein Fass. Na, unfassbar. Er ist so schutzlos. Neunmal Quellwasser und ein helles Pferdhocker. Haben wir ihm seine Getränkevorräte geklaut. Gehen wir jetzt zuerst den Wolf erjagen, oder... Also ich weiß, dass wir auf dem Kahlkopf einen weiteren Gefährten bekommen. Ah, lass uns Wölfe jagen gehen. Gut. Ja, Wildschweine in der Tat. Doch, man trifft auch auf Wildschweine. Aber noch nicht hier. Das Quellwasser braucht man wahrscheinlich für alchemistische Zwecke. Ja, genau. Da habe ich auch nicht so viel gemacht. Doch, ich glaube schon mal, ich habe mal mit meinem ersten Charakter, das war ein zwergischer Söldner, ich habe mal ein paar Gulmontee hergestellt. Wir können jetzt auch mal ein Elementar beschwören. Direkt. Und sie in den Boden. Sie wuchtschlagt mal. Das sind glaube ich zwei Wölfe. Ja. Und jetzt drauf. Ach, ist direkt da hinten und kämpft.
Und es steckt die Leute in seiner Umgebung an, was ich sagen muss, was sehr effektiv ist. Ich glaube aber, es ist immer nur ein Feuerelementar. Ja, leider. Wahrscheinlich. Geh mal ein bisschen näher ran, wie es aussieht. Erinnert mich ein bisschen an den Flammen-Adronar von Horrorwind. Ja. Von der Ausgestaltung. Er bleibt auch eine ganze Zeit. Kann man haben. Jetzt ist das hier quasi, das war für mich beim ersten Mal so ungefähr dasselbe wie mit den Kisten. Alle mal hergehört. Du hast auf die Zeit geachtet, oder? Ja. Sehr gut. Weil jetzt kann man halt auch hingehen bei jedem einzelnen Tier, um sich dann einen Fehlschlag abzuholen, wenn man jemand dabei hat, der das nicht kann. Theoretisch kann man das Leder auch verwenden, um dann... Rüstung? Für Bögen auf jeden Fall. Rüstung weiß ich nicht, ob man das bauen kann. Oder für Armbrust. Aha, hier Wolfsfell, Zähnen, Lederbänder. Aha. Ich weiß gar nicht, ob man Rüstung wirklich sparen kann. Da oben... Ah, man sieht auch auf der Karte die Gegner in der Nähe. Allerdings nur, wenn man also entsprechenden... Angeblich wird das über die Sinnschärfe berechnet. Ist mir jetzt bisher noch weniger aufgefallen. Da sich die Astralenergie regeneriert, wie Analoid, keine Ahnung. Ich nehme die Sache in die Hand. Nicht wie im eigentlichen Abenteuer, wo man das über Schlaf, den man braucht, dann sich regelt. Hier ist halt so, hat ungefähr die Geschwindigkeit wie im Warcraft-Universum, obwohl man da ja trinken muss. Alle mal hergehört. Obwohl ich allerdings nicht weiß, ob das jetzt eine Einführung aus den Warcraft-Spielen ist mit dem Trinken. Weil in den Büchern wird das auf jeden Fall dadurch erklärt, dass das Zaubern den Körper ausdörrt. Ich habe ja ein paar Der Tag des Drachen und so gelesen. Das waren das andere. Weiß nicht mehr. Naja. Ja, weil... Ne? Schon wieder voll. Das heißt, ist das minus 1 da bei dem... Ne, das ist, ich kann... Das ist quasi die Schwierigkeit, die ich mir selbst auf den Zauber auferlege. Umso höher es ist, umso... Genau. Wer ist so lange überlebt, überlebt er aber nicht. Ah, da ist ja noch einer. Er hat gerade Wut. Ja, also später schon. Wir haben auch bisher noch überhaupt keinen Schlag abbekommen. Ich höre jetzt mal auf, die zu häuten. Das können wir machen, sobald wir einen wildniskundigen Charakteren dabei haben. Ja. Da muss es irgendwo sein. Ich kenn's ja alles schon. Für den Kisch ist das ganz blind. Nee, nicht ganz. Na, ich glaube, das ist auch schon mal gespielt. Pass 10 hast du auch. Kennst du auch. Ich hab den linken zuerst gar nicht bemerkt. Ja. Ja, geschickt. Ja, ja, wie sich da anschleicht. Alle mal hergehört. Kurkum! Kurkum. Wurfschläge und so kosten hier nur Ausdauer. Ja. Erstaunlich aber, dass das Zaubern keine kostet. Ja. Und dann frage ich mich, das ist ja eigentlich schon ein bisschen Powergaming auch, dass er als Nachteil quasi... niedrige Ausdauer. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass wenn ich mir einen Magier erstelle, da hat er auch nicht viel mehr als 27, ich glaube 29 Ausdauer, aber... Ja. Wird gemacht. Sie beugt sich auch nicht gerade unvorteilhaft dahin. Tja, ich wollte es eigentlich nicht sagen, dass es sich für den Kampf lässt, ziemlich oft bückt. Jetzt fängst du wieder David an. Lass doch die Amazone nur. Naja. Die können doch nichts dafür, dass sie sich für Rondras auserwähltes Vibesvolk halten. Tja. Und zwar eigentlich hauptsächlich zum einen daher, weil ja der Rondra eine weibliche Göttin ist, und zum anderen daher, weil bei dem Bund, der da vor 900 Jahren in Spielgeschichte entstanden ist, irgendwie einer der Männer wohl im Namenlosen angehört hat. Im Namen Gott, das ist das große Übel, und er hat die verraten. Und deswegen
Wenn wir zur Höhle gehen oder zum Kahlkopf? Wir könnten auch erstmal zurück zum Jäger gehen und dem erzählen, dass die Wölfe dahin sind. Ach, das kriegt er schon mit. Wenn keiner mehr kommt, so weg sein. Ach Gott, da hatte sich ein Feind versteckt. Da hinten übrigens auch. Den habe ich jetzt absichtlich übersehen. Okay. Wir können nicht jedes Fass jagen. Du warst auf dem Weg. Ja, der führt uns schon. Ich stehe in eurer Ich hab Weißfeld, euch ihr fällt mit 20 Silbertaler. Das sind 2 Dukaten, sehr gut. Ja, nicht verkehrt. Wir haben auch etwas, was wir dir verkaufen können. Fellfetzen. Das Dumme ist, dass das Inventar ist jetzt geteilt. Ah, okay. Das ist ein bisschen aufwendig. Aber damit kommt man klar. Behalten mal ihren Bogen, vielleicht setzen wir irgendwann mit was dir doch. Bauen wir die Schlingfalle? Können wir Fallen legen? Wir können Fallen aus. Also ich glaube, fäxische Charaktere können Fallen legen. Was macht denn die FPS hin und wieder? Noch bis hin, gut. Es ist ja auch nur auf die Zeit zu achten wegen dem ganzen Datenmüll, den wir jetzt hier produzieren. Tja. Die arme Festplatte. Was haben wir denn da rechts? Das könnte sogar ein Wildschwein sein. Lass uns Wildschweine angehen. Na. Geh nach vorne hin, das sind quasi auch 2 Wildschweine. Oh nein, Kahlkopfräuber. Los, dass du trägst jetzt die Truhe. Beide ernten nochmal über diese endlose Nörgelei. Der gehörte? Ich hab sie schon bis hierher getragen. Jetzt bist du dran getragen. Da fallen jetzt viele rein. Ja. Als gehörten würde ich als erstes mal Sati noch bezeichnen, aber der passt irgendwie nicht. Oder ein Drache. Amazone. Ja, die haben auch. Für die Königin. Natürlich haben die Hörner, aber. Wenn ich irgendwie fragst, was macht der? Nein! Warum auf uns? Gott, er hat uns eine Wunde. Ja, weil er einen Holzverlags trägt, ey. Ja, aber warum schlägt er auf uns? Ach so, ja, er attackiert natürlich den Magier. Wer ist denn besser, sich aus dem Kampf etwas zurückzuziehen? Niemals, mach jetzt. Aua, Schnauze. Ja, wir sind mal kurz tot. Ja, wir sind nur? Okay, sterbt. Ja, stell dich mal nicht so dumm an. Sehr gut. Für die Königin. Für Ronda. Hätten wir vielleicht besser mal ein Elementar. Ja, hätten wir. Ein unglaublicher Schlagabtausch. Ja, aber es spiegelt doch ein bisschen wieder. Wir können jetzt mal die Konsole aufmachen, wie das eigentlich ist. Jetzt wird er gewürfelt. Wir haben gerade eben gepatzt. Oh. Glückliche Parade, das fängt es euch. Das ist ein Kampf, das beginnt von Kampf 128. Am Spieltisch wird man jetzt schon eine Stunde sitzen und würfeln. Ja. Ja, etwas dilettantisch für eine Amazone. Ja. Gegen den Räuber mit der Holzverlag. Mittlerweile muss ich dem Wirt doch recht geben. Okay. Rette uns. Wir stehen. Erstmal looten. Nein, die Tatsache ist, man steht von selbst wieder auf. Ach so, okay. Genug gestorben, oder was? Und jetzt hat man halt eine kritische Wunde. Jetzt kommt das nächste Tolle. Machen wir mal die Konsole aus, um das... Also der Verband bringt halt quasi Bonus auf die Heilkunde Wundenprobe, die funktioniert hat. Jetzt ist die kritische Wunde schon mal weg. Man regeneriert ein paar Lebenspunkte. Mhm. Wir müssen in der Tat nachher mal gucken, ob uns vielleicht... ob uns vielleicht die Alchemistin den Balsam beibringen kann. Ja, das wäre nicht verkehrt. Wenn wir jetzt selbst halt. Brauchen wir hier nicht so Dilettante. Ah, okay. Jetzt ist es. Okay, wir... zur Sicherheit beschwöre ich jetzt einfach mal. Hat er eine Abklingzeit oder was? Nee. Der verbraucht auch kaum Mana. Eigentlich könnten wir den immer... mit uns rumlaufen lassen. Ja, toll. Oh, eine Skraja, ein Entermesser und ein Beil. Ein Flachmann und eine Schlupftabakdose. Das Entermesser ist meines Wissens nämlich besser als... ja, macht TP mehr und hat keine Abzüge auf die Parade. Ich denke, was uns dann schließlich auf dem Kalkopf... Das ist am Ende dieses Weges da hinten hier an dem Fels vorbei. Erwartet, schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge. Ja, ein bisschen schön positionieren. Bis zum nächsten Mal. Jupp.
Tschüss.